mehrfach taucht die Frage im Evangelium auf. Was sollen wir denn tun? Eine Frage, die wir oft stellen. Eine Frage, mit der wir uns permanent befassen. Was sollen wir denn tun angesichts des Klimawandels? Über 100 Staaten zerbrechen sich mit ihren Delegationen in Kopenhagen den Kopf darüber. Und wir wissen nicht, was wir damit tun sollen, nachdem herausgekommen ist, dass Wissenschaftler uns, zumindest ein Teil dieser Wissenschaftler, mit den Daten betrügen, um den Prozess so ein bisschen zu pushen. Was sollen wir denn tun? So fragen wir in einer Gesellschaft, die überschuldet ist. Kein Mensch weiß, wann, wo, wer diese Schulden, die wir permanent machen, bezahlen soll. Was sollen wir denn tun? Fragen Politiker und schauen auf uns, die wir sie wählen. Was sollen wir denn tun, fragen wir in der Kirche, angesichts von Generationen, für die das offenbar weniger ein Bezugsrahmen ist, angesichts der Menschen, die wegbleiben und sich anders orientieren, angesichts von Gemeinden, die wir zusammenlegen, auflösen und Kirchen abreißen, angesichts von jungen Menschen, die fehlen, dass sie Ordensleute oder Priester würden. Was sollen wir denn tun? Es wird uns bewusst, liebe Schwestern und Brüder, heute an diesem dritten Advent, die Frage, die im Evangelium mehrfach an den Täufer Johannes gestellt wird, ist eine vertraute Frage. Eine Frage, die wir uns selber täglich mehrmals vorlegen. Wenn wir diese Frage stellen, muss uns bewusst sein, dass der Blick immer auf uns selber fällt. Was sollen wir denn tun? Ist das vielleicht schon das Problem? Zumindest wäre das etwas, schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir etwas als Problem erkennen. Dass wir diese Frage so stellen und meinen, wir könnten etwas tun. Gehen wir noch einmal auf die sogenannte Klimakatastrophe. Natürlich können wir uns heute Morgen trösten und sagen, na bitte, was wollt ihr denn? Genau am dritten Advent schneit es in Saarbrücken. Wer redet denn da von Klimawandel? Ist doch wie bestellt. Wenn man diese Untersuchungen liest oder die Diskussionen ein wenig verfolgt, wenn uns auch Wissenschaftler suggerieren, als könne man das Weltklima bis auf 2 Grad genau einstellen, als würden sie zu Hause die Heizung regulieren, dann ist das schon ein Problem. Weil das kann niemand. Wenn Sie nach der Verantwortung fragen und dann nach der Garantie, wird es ganz leise. Da ducken sich viele schnell weg. Wenn wir in der vergangenen Woche einem Mann zuhören, auf den viele gesetzt haben und immer noch setzen, Mr. Obama, wenn Sie dessen Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises hören, dann hat man den Eindruck, der weiß auch nicht, was er tun soll. Der nimmt zwar den Friedensnobelpreis entgegen, redet aber permanent über Krieg. Und sagt, dass das möglicherweise auch irgendwie gar nicht anders geht. Und wenn Sie die ganze Suppe dieser Rede einkochen, geht es um amerikanische Interessen. Gut, wir wollen ja hier nicht zu viel politisieren, aber man hat den Eindruck, all die Hoffnung, die da projiziert wird mit unserer Frage, was sollen wir denn tun? Und da taucht jetzt einer mal auf, der zumindest gut reden kann und einigermaßen offenbar in der Wahrnehmung anständig aussieht. Und der weiß es jetzt, was man tun soll. Ist auch dünn. Ist auch dünn. Menschen sind seit jeher mit dieser Frage beschäftigt, aber diese Frage allein ist zu wenig. Johannes der Täufer steht nicht deshalb am Jordan und tauft zur Umkehr, weil er nur praktische Ratschläge gibt. Die sind auch schon ein Schritt. Wenn man diese Gruppen anschaut, die Zöllner, die andere übers Ohr hauen und die eigene Tasche wirtschaften, ist keine Umschreibung sozusagen unserer herrschenden Wirtschaftsstrukturen, sondern es geht um die Zöllner. Wenn Sie die Soldaten anschauen, das sind römische Soldaten, die da kommen, bei der Antwort Johannes des Täufers können Sie ablesen, was die damals getan haben. Misshandeln, erpressen, die waren knapp bei Kasse. Also nimmt man sich, was man braucht. Das sollen Sie nicht tun. Wer 2 Kleider hat, soll 1 abgeben. Das ist nicht mehr getan mit Briefmarken ausschneiden für die armen Kinder in der Diaspora, sondern da soll man die Hälfte weggeben. Das ist der Ratschlag Johannes des Täufers. Ziemlich heftig. Nicht ein bisschen was für vorweihnachtliche Gefühle, sodass wir ein bisschen sozusagen das Knützchen vom Christstollen abschneiden und für die armen Kinder draußen geben, sondern wenn, dann die Hälfte. Aber darin erschöpft sich das nicht, was Johannes der Täufer sagt.
Johannes der Täufer steht für etwas ganz anderes. Und wenn wir diese Botschaft hören, dann kommen wir der Grundbotschaft dieses Sonntags, der Gaudete heißt, freut euch, wie wir am Anfang gesungen haben. Tochter Zion, freue dich, wie wir es in der ersten Lesung hörten. Oder wie Paulus uns zuruft, freut euch zu jeder Zeit. Wenn wir auf die Botschaft des Täufers schauen, gewinnen wir diese Grundperspektive. Wo kommt sie her? Aus unserer Ratlosigkeit, die permanent auf sich selber schaut, was wir denn tun können oder sollen, kommt sie nicht. Das Ergebnis dieser Selbstbeschau ist das, was wir als Zivilreligion beschreiben können, nämlich allgemeine Betroffenheit. Wir sind ja permanent betroffen. Wir sind betroffen vom Schicksal der Kinder dort und vom Krieg dort und von jener Hungersnot und dieser Naturkatastrophe. Ja und? Was ändert sich? Aber wir sind betroffen, immerhin. Eine falsche Aussage, politisch unkorrekt, das macht uns so betroffen, heißt es dann. Es wird immer in den Menschen hinein verlagert. Deshalb feiert auch die Psychologie so Hochkonjunktur, weil alles in den Menschen hineinverlagert wird. Alles muss er in seiner Seele ausmachen, auch die Beziehung zu Gott. Deshalb braucht es auch keine Kirche mehr. Wir machen das alles mit uns selber aus. Es findet alles in unserem kleinen Tummelplatz statt. Johannes der Täufer steht heute für die Wiedergewinnung einer neuen Perspektive. Und diese Perspektive heißt nichts anderes als Gott. Freut euch, sagt Paulus mit anderen Worten, denn der Herr ist nah. Gott steht unserem Leben, Gott steht dieser Welt und Gott steht der Kirche bevor. Das ist der Grund zur Freude. Das ist die Perspektive, die wir wiedergewinnen müssen. In der Frage, was will Gott von dir, wenn er kommt? Was will Gott von seiner Kirche? Was will Gott von dieser Welt? Da ist alle Enge, alles Muffige, alle Nabelschau gesprengt. Das ist eine Wiedergewinnung der entscheidenden Perspektive, nicht nur einer neuen, sondern der entscheidenden. Johannes der Täufer steht wie ein großes Ausrufe- und Fragezeichen zugleich in der Wüste, weil er nicht alle Blicke auf sich lenkt, sondern weiterreicht. Er verlängert die Perspektive von sich weg auf Christus hin. Diese Perspektive zu gewinnen, ist mehr als zu fragen, was sollen wir tun, um betroffen zu reagieren. Diese Perspektive zu gewinnen, ist Grund zur Freude, von der an diesem Sonntag so viel die Rede ist. Freude, die wir in unserem eigenen Leben wiedergewinnen sollen, weil Gott kommt. Weil Gott kommt, um uns zu begegnen und uns so zu beschenken, wie es die Schrifttexte heute sagen. Weil wenn wir Gott ausklammern, auch in der Kirche, wird alles klein, klein. Es wird fantasielos, es wird perspektivlos. So wie wir diesen ganzen politischen Worttiraden über uns ergehen lassen müssen. Ohne jeden Inhalt, ohne jede Perspektive. Und manchmal sind leider auch kirchliche Verlautbarungen so. Wenn die Frage nach Gott ausgeklammert wird, wenn wir Gott in das, was wir planen, denken, worüber wir reden, ausklammern, auch in der Frage, wie geht das mit der Kirche weiter? Schauen Sie hier unsere Altersstruktur im Gottesdienst an. Gutes. Junge Leute da sind, aber wenn die diesen 30 Jahren alleine bestreiten müssen, na, dann können wir im Wohnzimmer bleiben. Wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft? In den Fragen, dass eine Gesellschaft, das darf man politisch natürlich nicht sagen, Angst vor einer Überfremdung hat, auch mit fremder Religion. Die Ängste sind ja da, man kann über die politisch hinwegreden, aber die Ängste gehen dadurch nicht weg. Ob wir da immer richtig reagieren, ist die andere Frage. Mit Ausgrenzung sicher nicht, mit Intoleranz sicher nicht. Aber wenn wir in all diesen Fragen Gott außen vor lassen, gewinnen wir nie eine Perspektive. Und das gilt auch für den Umgang mit der sogenannten Klimakatastrophe. In Kopenhagen hat, glaube ich, noch niemand das Wort Gott in den Mund genommen. Das soll auch keine fromme Floskel sein, nach dem Motto, wir brauchen jetzt mal nichts zu machen. In Saarbrücken schneit es noch, lieber Gott wird es richten. Das ist ein bisschen naiv. Das sollte man weder uns noch sonst jemandem unterstellen. Aber dass diese Perspektive überhaupt nicht im Blick ist, nicht mitbedacht wird, dass unsere ganzen Akteure und Akteurinnen mit Gott nicht rechnen, das ist eine Absage an jeden Advent.
Wie kann man da Weihnachten feiern? Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind hier, weil wir diese Perspektive brauchen und weil sie uns heute neu gesagt wird. Und nicht nur gesagt, sondern entdeckt diese Perspektive. Bezieht Gott in euer Leben an, gebt ihm einen Platz. Dann stellt sich Freude ein, weil Gott allein Grund zur Freude gibt. Wenn er in deinem Leben einen Platz findet und sich diesen Platz nehmen kann, dann entsteht Freude. Das ist die feste Verheißung, die wir aus der biblischen Botschaft und dem Evangelium Jesu gewinnen können. Gaudete, freut euch, der Herr ist nahe.